Ich glaube, das ist das Kampfthema vom vierten Teil. Ne? Klingt das Kimi unter rein? Was ist das? Wer ist das? Ach, Hortensia. Ich hab's noch richtig geschafft. Klang sehr jung. Ich dachte, er ist Anna, aber nee. Okay, cool. Das ist doch nicht schlecht, ne? Bilde ich mir halt nur ein, oder habe ich deutlich mehr weibliche Leute, die mich aufwecken, als männliche? Wir haben Clan. Wir haben Butcheron. Wir haben John, Zirkov, okay. Alchrist, okay. Aber ich glaube, wir haben sehr viel mehr weibliche Leute, die mich aufwecken. Okay, gut. Ja, willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe. Ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Wir spielen heute, wie man vielleicht an den Klamotten ja erkennen kann, Sigurds Sidequest. Ne? Ich habe mich natürlich für die Dressed for the Occasion, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch nennen würde. Und ja, wir haben wieder, ich habe wieder ein paar Sachen hier offscreen gemacht, die ich jetzt hier kurz abhaken werde. Ist nicht so viel, weil ich habe ja im letzten Part schon ein paar Levels gemacht, ne? So Bandlevels, von daher ging das relativ schnell. Wir haben einmal, gute Frage, ich weiß gar nicht, auf welchem Bildschirm ich hier gucken soll, vor mir oder rechts von mir. Ich habe mich schon angewöhnt, jetzt hier auf meinen Aufnahmebildschirm zu gucken, weil er jetzt nicht hinterher hängt ein paar Sekunden. So, wir haben, boah, ich bin blind, wo ist er? Hier, Luis. Den haben wir mit Lin trainieren lassen, weil mir gefiel die Kombination mit gepanzerte Einheit, die mehr Geschwindigkeit kriegt durch Killen. Ich dachte, sie wird ein paar Namen hier erwähnen. So eine Anspielung, so, oh, ja, da ist ein Charakter aus Fire Emblem 7. Aber nee. So, dann habe ich Clan mit Corin trainieren lassen, damit er jetzt Gegner festhalten kann. Mit dem guten Donnerzauber ist jetzt sogar Treffen sehr wahrscheinlich. Da kippt er einfach um. Nur vor Schock. So, und dann habe ich noch Anna mit Bailef trainieren lassen. Und die sind jetzt schon B, damit sie mehr Glück bekommt. Und mehr Glück bedeutet mehr Geld wegen ihrer persönlichen Fähigkeit. Ne? Und Bailef kann ja jetzt über Level 10 trainiert werden. Das ist Nintendo 1 und 1 zusammengefasst. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir natürlich noch ein paar Unterstützungsgespräche, aber auch nur so drei. Nee, nee, doch mehr. Doch sehr viel mehr. Ich habe Wanda ein paar Dinger geschenkt, ein paar Schutzamulette oder wie auch immer. Und ja, ich bin relevant. Das gab schon eine Million Mal im Fire Emblem. Das ist Frederick und Crom all over again. Also der übervorsorgliche Ritter oder Diener, der sich um den Hauptkampf da kümmert. Dann sagt der Hauptcharakter irgendwann mal, hör mal, das ist ein bisschen zu viel, was du hier machst. Und dann am Ende versteht der Ritter so, okay, ich weiß, ihr seid sehr selbstständig.
私は神竜様に付きっきりになる前にルミエル様の世話が足りもしておりました。ルミエル様は完璧な方でしたが、私のお世話は。ああ、was für ein Körper sie hatte. Aber er hatte einen grottigen Verteidigungswert. ありがとうございます。これからは何かする前に一声かけてくれると嬉しいです。バンドレのお世話になることもたくさんあるはずですから。 Okay, ja. Das ist Frederick und Chrom. Einfach nur in moderner Version von Fire Emblem Awakening. So, ich habe Zelkov hier mal mit Citrinia gepaart. Mal gucken, was hier losgeht. Angeblich ist er irgendwie, weil nicht steht er auf kleine Kinder. Keine Ahnung, irgendwie war falsch übersetzt laut den Kollegen. Er hat irgendwie John irgendwie Bonbons angeboten oder so. まあ、趣味が一つ終わってしまったのだ。まあ、趣味が悩みだったの？私はもっと深刻なものかと。そう思って当然だ。しかし俺にとっての趣味は一大事なのだ。わかったわ。ごめんなさい。続きを話してもらえる？俺は 小鳥を飼っていた。ひなの時に親に見捨てられ、飛び方すら知らなかった。俺はそんな小鳥の親となり、毎日のように飛び方を教えた。小鳥を？素敵だわ。あ、やつはフォグルトール。俺、食べ逃げた。さっき。ね、わ、クエストで。俺の前から姿を消した。逃げてしまったの？いや。 巣立ちだ。飛んでいったんだ、力強く。大空へと。巣立ち。それならいいことなのではないかしら。ああ。小鳥が自分の力で飛び立てるように。俺は飛び方を教えた。だから飛び去っていくことは喜ばしいことなのに。 Ich habe Ihnen gezeigt, wie man fliegt, indem ich von dieser Insel gesprungen bin. Ich habe gerade ihre Ohrringe, sie hatten einen Dreieck und einen Kreis. 私に解決は難しそうね。そうか。では自分で何とかする。時間を取らせたな。いいえ。お役に立てなくてごめんなさい。Okay. Der Typ hat Probleme. So, Alfred und Yonaka. Keine Ahnung. Yonaka hatten wir irgendwie noch nicht viel gesehen in letzter Zeit. Naja. ところで会うなんて奇遇ですな。ユナカ、ここのみんなには慣れたかい？もちろんですさ。みんな親切な人ばかり。あ、じゃあ、私たちはフィフが任せる。ですが、アルフレッド氏、本当に良いのですか？新参者の私めのことをこうして温かく受け入れてしまって、根掘り葉掘りと詮索することもなく。ん？いろいろと詮索した本はいいのかい？ まあ普通はそうでしょうな。確かにユナカのことをもっと知りたい気持ちはあるね。じゃあ機会があったらいろいろと話そう。それは構わないですが。So 10 Kapitel nachdem ich sie bekommen habe。極端な話、私めは敵の密偵かもしれませんぞ。それはないよ。僕はユナカのことを信用しているし。なぬ、根拠なしなのに自信たっぷり。
In sein Königreich wird so untergehen. Unser Königreich wird so weiter untergehen. Ey. Ich gebe ihm 2 Jahre. So, und dann haben wir Luis und Rosado. Und sag mal ja. はい、ロサードさん。完璧に見惚れていました。え?先ほどロサードさんがお話をしてキャピキャピしている姿をじっと眺めていました。最高でしたね。冗談のつもりだったのに、ルイは気持ちがいいくらい正直だね。でもさ、 ルイは可愛い女の子たちを遠くから眺めるのが好きなんだろう。俺は男だけど、いいの？ええ、問題ありません。絶対的な可愛さの前では性別など大きな意味は持ちませんから。あなたは戯れている愛らしい子犬を見て、その性別を気になさるのですか？うん、気にしない。でしょ？そういうことですよ。 なるほど。ルイって面白いね。今まで話したことあまりなかったけど、なんだか俺、ルイに興味が出てきちゃった。嬉しいです、ロサードさん。一緒にお茶会でもいかがですか？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 一緒にお茶会でも
eine Visitenkarte oder was auch immer hier ändern. Habe ich doch schon mal gezeigt. Ja, ne? Hier mit dem Bild, ja. Und da habe ich mal nachgeguckt, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie neue Charaktere bekomme, dann werden die hier, dann werden die ja angezeigt und so, ne? Wo kann ich hier Dings einfach einen Stempel, ne? So, und hier hat man einen Stempel von jedem Charakter und jeden Emblem, ne? Und jede Waffe, die man freigeschaltet hat. Und hier wurden auch schon die ganzen, hier wurde dieser Kuchenstab, glaube ich, schon erwähnt. Und da habe ich noch einige andere Sachen hier gesehen, ne? Irgendwie sehr viel Essen ist ja angezeigt worden. Ich weiß nicht genau, was das, ich nehme mal, das sind alles Sachen, die ich aus dem Brunnen bekommen kann, ne? Ne, hier ist der Kuchenstab. Und ich nehme einfach mal an, das sind alles Sachen aus Fire Emblem Heroes, also ein Mobile Game. Das ist auch so ein, weiß nicht, so ein Gacha Game ist. Und da gibt es halt immer so Festtags-Events, so Halloween, Valentinstag und was weiß ich nicht alles, Weihnachten. Und ich nehme an, diese Items sind alle daraus, weil die sind definitiv nicht aus dem offiziellen Fire Emblem Spiel. Und da gibt es normale Waffen. Ich sag normal. So, letztes Mal haben wir so einen Kuchenstab bekommen, ne? Ich pack mal hier rein, weil erste Stufe habe ich ja letztens bekommen. Das finde ich jetzt nicht so dolle. Packen wir da rein, ne? Und ich habe mal geguckt, wie viel wert ist, so zum Verkaufen. War nicht so gut. Nur so, weil nicht 200 oder so gegeben. So, was passiert, wenn ich hier? Ich will mal jeden Stern hier ausprobieren, ne? Und zu gucken, was für Items man bekommt, ne? Ich mach mal ein Elixier oder kann ich auch ein Antidot reinpacken? Ne? Ich mach mal eine erste Stufe und ein Elixier hier rein, ne? Damit wir jetzt letztes Mal mal einen Stern Gegenstand bekommen, ne? Ich will einfach mal jeden Stern Gegenstand hier ausprobieren, ne? So, nächstes Mal kriegen wir ein 2-Sterne Dingen. Dann sehe ich mal, was das für Items sind, ne? So, dann gehen wir mal weiter, ne? Wir machen heute, wie gesagt, Sigurds Quest. Oh Gott, da kommt es. So, ich habe alles nach. Boah, ich weiß. Ich gucke da tausendmal nach, aber ich will nur sicher gehen, ne? Sonst habe ich es verpasst und dann ärgere ich mich. So, wir gehen zur Weltkarte. Und diesmal habe ich nicht den Fehler gemacht und habe oh mein Gott, mach ihn. Diesmal habe ich nicht den Fehler gemacht und habe Sigurd jemanden gegeben, weil diesmal habe ich dran gedacht, wir machen ja Sigurds Quest, von daher wird er nicht mehr hier ausgerüstet sein irgendwo, ne? So, und wie man hier sieht, Level 5, ne? Und die Hauptstory, wo ist die Hauptstory? Ja, ne? Ja. Also es ist wahrscheinlich perfekt, wenn wir das machen. Oh, das war Training oder so, ne? Sind gar nicht mehr so viel übrig. Corin, Erika. Sehr gut, ja. Was ist das hier? Live, okay. Okay. Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Sigurd und Schauplatz einer Prüfung für den Wirmgott. Da bin ich mal gespannt, ne? Fire Emblem 4 schon sind eine ganze Weile her, weil ich das gespielt habe. Deswegen werde ich wahrscheinlich die Karte nicht wieder erkennen. Ich weiß nur, was ich mich erinnern kann, ist, die Karten in Fire Emblem 4 sind gigantisch. Also die sind riesig. Da spielt auch an einer Karte irgendwie mehrere Tage dran wahrscheinlich. Oder mehrere Stunden. Weil die einfach so riesig sind, ne? Die größte Karte in diesem Spiel, die wahrscheinlich irgendwann vorkommen wird, ist wahrscheinlich nur, weil ich ein Zehntel von den Karten
Vom Fire Emblem 4. Scheiße, sag mir nichts mehr. Ich weiß die Welt nicht. Durch Romex und so spielbar gewesen, bei Emulatoren. Und Nintendo macht irgendwie nicht, um irgendwie weil nicht irgendwie zu re-releasen. Also da ist nicht wie Final Fantasy oder so, wo du jeden Teil mittlerweile irgendwie online kaufen kannst oder so. Das ist noch schlimmer als mit der Tales of Serie. Die ersten bis sechsten Teile, die kriegst du irgendwie. Die haben mal ein Remake vom Fire Emblem 1 rausgebracht. Also Remake, das Wort wirklich. Die Nintendo-Version, also die alte Nintendo-Version, nur halt auf Englisch. Und die war auch nur für kurze Zeit verfügbar. Was sollte das eigentlich? Ich habe mir natürlich geholt, ne? War irgendwie nur so für einen Monat oder so, konntest du halt kaufen. Was ist das für ein Marketing? Ich verstehe das nicht. Vor allem 1 bis 6, die sind auch nicht mal schlechte Spiele. Die haben alle so ihren eigenen Charme oder eigene Gameplay. Elemente. Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst, was der gesagt hat, aber ich weiß sowieso nichts mehr über Fire Emblem 4. Ich weiß nur, es gab Inzest irgendwann. Fire Emblem 4, die Story war ganz schön hart. Also das war... Oh, nice. Ich habe genau 12 Charaktere vorbereitet. Die Geschichte von Fire Emblem 4 war ganz schön... Die war noch... Das ist das Game of Thrones unter den Teilen. Irgendwie der Hauptcharakter oder die Hauptbösewichtin war irgendwie... ein Inzuchtprodukt von irgendwie den Hauptbösewicht und ich glaube dem Vater oder die Mutter von oder die Gelobte von Sigurd, irgendwie soweit, ich weiß das nicht mehr. Also das ist krasses Zeug passiert im vierten Teil, was du heute natürlich nicht mehr machen kannst. Die haben alle Lebensbalken, sehe ich gerade. Der ist Level 2, der hat maximierte Werte. Hey, einen Moment. Der Typ ist Level 20, da ist auch Max, weil der hat grüne Werte. Grüne Werte bedeutet, der hat seine Werte maximiert. Wenn ein Wert grün ist, dann bedeutet das, dieser Wert ist gecapped. Also du kannst, der kann den nicht weiter erhöhen durch Level Ups. Er ist Level 20. Er hat Vorraden. Er ist auch fast maximal Level. Einfrieren. Ah, das ist eine coole Anspielung. Ja, man muss immer von Festung zu Festung reiten in Fire Emblem 4. Man muss eine einnehmen, nachdem man die eingenommen hat, muss man zur nächsten gehen. Und das Teil fingen. Eine Kriegerlanze. So. Und ja, Fire Emblem 4 sind immer Schwadronen aufgetaucht. Also Gegner sind immer so begleitet worden von irgendwie so 6 Leuten oder so. Also die ganzen Bosse oder so. Und da musste es halt gegen Dutzende Gegner kämpfen. Also Fire Emblem 4 war gameplaymäßig geil. Da hat man irgendwie so ein echt irgendwie hat Gefühl, als würde man irgendwie, keine Ahnung, so riesige epische Schlachten haben, anstatt irgendwie so, weiß ich nicht, so auf so einem kleinen Feld oder so oder in so einer Arena. Dass er wirklich irgendwie so das Gefühl hat, du wirst irgendwie hier auf einem riesigen Schlachtfeld sein. So, aber so wie ich das sehe, hier ist eine Brücke, das heißt, er kann sich nicht bewegen, ne? Oh Gott, was ist dieses Kapitel? Ich meine, ich habe schon einen Plan hier, ne? Meteor, ehrlich. Okay, da weißt du, dieses Kapitel, das ist voll der Horror hier. Was wäre, wenn ich hier später reingekommen wäre? Ich meine, wenn die immer noch so Level 8, ne? Aber wenn ich hier mit Level 20er Leute reingegangen wäre, ne?
Tour, ey. Also ja, ich finde aber, hier gibt es noch eine halbwegs machbare Lösung für all das hier, ne? Und zwar Schweigen. Nur halt, der hat all seine Werte maximiert, sehe ich gerade. Das ist ein gekappter Weiser. Er hat alle Werte maximiert. Er ist der stärkste Weise, den man haben kann. Was ist eine Verteidigung? 20. Oh mein Gott, ey. Okay. Ich weiß nicht. Wollen die mich hier stressen? Oder weiß ich nicht. Wollen jetzt hier so schnell wie möglich mache oder hauen die irgendwann ab oder gibt es irgendwie eine andere Lösung, wie halt hier erledigt werden muss? Also da muss irgendwie ein Haken dran sein. Die können ja nicht irgendwie Level 20er Gegner hier reinpacken, die ich nicht besiegen kann. Also die kann ich wahrscheinlich besiegen, aber mein Gott, ey. So, hier sieht man, mein Setup, ne, wer wen hat. So, Waffen und so habe ich alles vorbereitet. Ich habe genau 12 Charaktere vorbereitet. Weil sonst tue ich immer nur 10 Charaktere vorbereiten, weil ich weiß ja nicht, wie viele Charaktere ich mitnehmen kann. Ne? Aber in manchen Kapitel kann man ja bis zu 12 Charaktere mitnehmen. Von daher, ich mir gedacht, da packst du mal 12 rein. Ne? Einer hat bei Lev, weil er mit mehr Glück bekommt, beziehungsweise mehr Geld durch Bombengeschäft hier, ne? Was durch Glück abhängig ist. Und weil sie Magie braucht wegen ihren Waffen und damit sie tanzen kann, ne? Kagetsu ist mal mit am Start, Klan ist dabei mit Corin. Er wird alles festnageln können mit Donner, kann immer von 3 Reichweite angreifen und dann die Gegner festnageln, was ich sehr gut finde. Und Corin gibt auch ein bisschen Magie und er ist mal zum ersten Mal am Start. Ihn habe ich mal der Tomahawk gegeben, so er hat die super Silberlanze, mit der Emma letztens abräumt hat. So, Alchrist haben wir auch mal zum ersten Mal in seiner entwickelten Klasse. Temera habe ich eine bessere Stahllanze. Ich habe die Stahllanze mal hochgeballert, damit sie ein bisschen mehr Schaden macht. Hoffentlich. So, Farm ist wieder am Start. Celine. Butcheron habe ich Lucina gegeben, damit er besser trifft. Hoffentlich. Und ja, das sieht sehr heftig aus hier. Also ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob mir dieses Kapitel bisher gefällt. Aber mal gucken, so, ich kann ich ja wohl locker mit Dings erledigen, ja, mit Kagetsu. Ja. Und der Typ, der in jedem Kapitel steht er genau verkehrt. Ich wollte ihn, weiß ich nicht, hier oder hier platzieren, damit Kagetsu mehr Schaden macht, ne? Aber der ist immer ein Schritt entfernt von da, wo ich den haben will. Ne? Warum kann ich den nicht bewegen? Das ist in jedem einzelnen Kapitel so bisher gewesen. Ich fasse das einfach nicht. So, ich habe 2 Ritter, sehe ich gerade. So, und bevor ich es vergesse. So, einfrieren. Ich habe ihr Einfrieren gegeben, aber ich glaube, ich werde Schweigen eher gebrauchen. Habe ich überhaupt Schweigen? Ja, wenn nicht, dann wäre hier nicht gut gewesen. So. Ich bin mal gespannt, was hier jetzt abläuft gleich in dem Kapitel. Weil das sieht schon recht krass aus, ne? Das heißt, du bleibst da stehen, ne? Okay. Das finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Das klingt nämlich so, als hätte ich unendlich Zeit hier. So, klingt für mich nämlich so, als würde hier nichts passieren, bevor ich nicht irgendwie
die Brücke runterlasse. Das heißt, ich kann ja so, ich kann mir so viel Zeit lassen, wie ich will gerade. Das ist schon mal ein positives, ne? So, und er doppelt natürlich nicht. Er wird ja wohl, er wird ja wohl kritten einmal, ne? Ja. Ich will Kabel, tut er ihn auch kritten. Den habe ich Erika gegeben wegen der Abwehr, ne? Da ist schon Level 2. Naja, kannst du bestimmt erledigen, ne? Nee. Ich mach gerade jetzt wieder neben platt. Oder auch nicht. Okay, bin ich besser. So. Ich habe mal Cedar nicht mitgenommen, weil irgendwie kriegt er keine Erfahrungspunkte meistens. Von daher. Nee. So, wer trifft mich von hier? Aber ihr habt nur irgendwie Fraktur oder so, ne? Ja. So, die Musik kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Also. So vertraut mit der Musik bin ich jetzt nicht mehr. Ich kenne nur noch so. Das hat normale Kampfthema, wenn ich mich irre. So. Also wir können jetzt hier nicht gerade viel machen. Aber ist auch nicht so schlimm, ne? Ich könnte ihn hier anlocken, den Magier. Ein Ausweichen 72. Das Elfenlicht. Ja, lass mal. Der trifft mich auch noch hier im Wald, von daher. Ne, lass mal. Wer? Oh, Anna. So, ich bin echt gespannt, wie das hier gleich ablaufen wird. Ja. Aber hier wird mich nicht mehr treffen. Ah, jetzt muss ich wieder meine Waffen aufsammeln. Okay. Ah, kann ich da reinstürmen? Ja, ne? Würde ich sagen. Kann ich hier reinstürmen und die alle erledigen, bevor die mich erledigen? Ich glaube eher nicht. Kannst du ihn erledigen? Ja, ne? Kannst du bitte schon mal kritten? Oh, sehr gut. Feuer! Sehr gut. Was mit ihm da? Nee, kann ich im Nahkampf erledigen. So, nur kann ich auch noch mal tanzen, ne? Ich habe ja Anna hier mit Ballef. Kannst du nicht mit links erledigen, ne? Nee. Aber ist okay. Kannst du ihn kritten? Das würde ihn töten. Aber wenn ich daneben haue, nee. Meine Heiler ja noch. Von daher, kein Ding. Vielleicht hat er ja daneben. Nein. 80%. Sehr gut zu treffen. So gut auf. So, Anna steht hier relativ gut, finde ich gerade. So, warte mal. Das ist ja jetzt ein Eisenschwert, ne? Aber das wird's nicht so bringen. Ah, Dreck.
hier. Ach, ich habe gar keinen Lenden. Ich glaube nicht, dass ich den weghauen will. Was hast du? Elfenlicht 34. 34, das ist 21, sie überlebt hat. Duff, duff, duff. Oh, sehr gut. Ja, ist aber niemand hier mit deinen Reichweite. So, ich glaube, ich muss ja schon mal mit Anna leicht tanzen. Sonst kriegen wir die nicht alle weg, ja? Neben Einzug. So, er hat 52 Erfahrungspunkte bekommen, Alter. So, was hast du überhaupt? Du hast eine Donnerfaust. Und einfrieren. Ich muss ich aber glaube ich so, ich muss ja so, ich muss die Leute hier so platzieren, ne, damit Anna dafür tanzen kann. Und da er das macht es aber nicht so, bringt es aber nicht so. Packen wir dich hier hin, ne? Ich sagen sie hier hin, ne? Oh, perfekt. Müssen wir noch was rausholen, ja? Was reicht hat auch, ne? Man müsste eigentlich. Dann greifen wir einmal hier so. Ja, sehr gut, wenn du kriegen könntest. Nein. So, dann müssen wir halt für Anna hier. Mit Anna hier. Leider schon tanzen, aber da oben sind ja genug Dinger hier zum Auffüllen wieder. Ja gut, dann machen wir den, ja. So, und dann geht mal da rein. Sie bekommt jetzt auch bestimmt massiv Erfahrungspunkte, ne? Boah, 70. So, du machst ihn platt, sehr gut. Kann ich auch da ihn platzieren, ohne Risiken. So, ein Crit. Ah. Bitte nicht treffen. Aha. Oh, Schwertmeister sind so cool. Ich finde so, Crit-Maschinen klasse. Gab es ja auch normalerweise hier in Axtform, ne? Berserker, die haben normalerweise auch immer hohe Crit-Chance, aber in dem Spiel anscheinend nicht. Den er. Aha. Na, perfekt. Jetzt geht Clan hier rein und macht den fertig. Perfekt. Ich fühle mich auch so viel sicherer jetzt, wo alle meine Charaktere eine erweiterte Klasse haben. So, und jetzt bist eigentlich nur noch du in Reichweite, ne? Wen triffst du alles? Nur er ist in Reichweite, ne? So, du hast Elfenlicht 34. Du machst sie nicht platt, ne? Vielleicht, wenn ich sie was anderes ausrüste hier. Hm.
habe sie wenigstens an. Aber sie sollte eigentlich. Ah, nee, tut immer noch. So, meine Charaktere sind natürlich nicht da. Was warst du nur? Purgativ und ja. Okay. Sollte halt eigentlich überleben. Jetzt sowas von auf die los. Okay. Ich glaube, du hättest halt lieber auf Jade einsetzen sollen. Ja, weil er sie jetzt angreift. Doch, okay. 21, ja, genau. Oder du hättest warten sollen, bis er angegriffen hat. Und du ihn hochheilen konntest. Aber nein. So, cool. Oh, wow. Okay. Ja, jetzt haben wir eigentlich hier die Auswahl, mit jemandem einen Kill abzuholen. Ganz locker. Was mit dir? Silberschwert 35. Vielleicht nicht hier, vielleicht hier. Brunette hatte bis jetzt noch keine Action, ja. Wow, er hätte auch mit 1 AP überlebt. Okay, bis jetzt noch ziemlich chillig. Oh, Geschicklichkeit, sehr gut. Das ist super langsam. Okay, die sind alle so weit entfernt. Warte mal, wer hat Lin? Du. Mal kurz was gucken. Aber ich glaube, das will ich mir hier für den einen Magier aufbewahren, ne? Obwohl. Wie gesagt, wir haben ja noch genug Sachen zum. Nee, mache ich nicht mit ihm. Weil er kriegt mit Donner Crit Chancen untergeschraubt. Ich meine, das Beste wäre jetzt natürlich, wenn wir ihn hier erledigen, aber er kann auch nicht angreifen. Das heißt, wir können ihn eigentlich ignorieren. Wir können ihn hier anlocken mit. Nein. Okay. Wir müssen alle einzelne anlocken, leider. Problem ist, er wird Fraktur wahrscheinlich auf irgendeinen einsetzen. Das heißt. Irgendein wird er so oder so treffen. Geschicklichkeit 9. Ja, wird gekritten. Okay, 34. Das sind 23. Er wird mit 1 HP leben. Also alles, was ich brauche, ne? Ne, 33, 23, ja, er wird mit 1 AP überleben. Aber das ist auch alles, was wir brauchen, ne? Von daher, cool. Aber kontert oder nicht, ist egal. Wir müssen ihn halt nur anlocken erstmal. So. So, dann würde ich am liebsten ihn hier anlocken. Und zwar, ich könnte, wir hatten gut Resistenz hier. Ich habe gerade gesehen hier, ne? Du kannst dich um ihn kümmern. Du kannst ihn sogar kontern. Du machst nichts an Schaden, aber ist egal. Ich muss ihn ja nur anlocken. Dann wird er hier gleich stehen, ne? Und den knöpfen wir uns dann mit, ich würde sagen, Clan vorne. Oh, hey, warte mal. Ich meine, da wird sie auch getroffen, aber
Ausweich minus, ist ja egal, sie überlebt hat, ne? Tut sie das? Ja, ne? Ja. Solange er nicht krittet, ne? Das ist natürlich wieder hier. So, dann würde ich gerne dich anlocken. Und zwar mit Tibera. Sonst kommt da niemand dran, ne? Nö. Ich kann auch einfach jemand dahin platzieren, sicher ich liegen hin. Ja. So, 35. Ich meine, mit ihr wäre am sichersten, aber lass mich sie. Schicklichkeit 22, 23, perfekt. Dann würde ich dahin für mehr. Dann packen wir. Ah. Also. Oh, hier, perfekt. Aber oh, warte mal, hier, perfekt. Wir nehmen beide weniger Schaden. Cool. Okay, wen habe ich vergessen? Kagetsu. Du bleibst hier. So. Anna, warum? Ich weiß nicht, was die für Prioritäten haben, wenn es um Fraktur geht. Wir sind nicht sehr gut. 1% Crit Chance. Ich weiß, das ist immer übertrieben von mir, diese Reaktion wahrscheinlich, aber 1% bedeutet immer noch, dass eine Wahrscheinlichkeit besteht. Es ist eine 1%ige Wahrscheinlichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer noch da und er ist gar nicht da platziert worden. Ich habe nichts an Schaden gemacht, ne? Cool. So, ah, gut, jetzt aber sowohl Clan als auch hier Dings haben jetzt Schwerter. Sie können jetzt da reingehen und den fertig machen. Ich weiß noch, Leo, der war auch hier aus Fire Emblem Fates. Nein, sie erreichte nicht. Leo war doch auch hier ein. Oh, perfekt. Ein Dunkelritter am Ende. Also hießen diese berittenen Magier. Oder Chaosritter oder irgendwie sowas. Der startete auch als Magier. Glaube ich. Ne, der war ein Magier. Ne, war der? Ich weiß nicht. Ne, der war schon ein Dunkelritter, ne? Und der. Ja, der. Meine, der hatte eine persönliche Waffe, persönliches Buch von Hild oder so, oder wie Bäume wachsen ließ. Aber ich meine, in seine Stärke war höher als den seine Magie. Den hast du irgendwie richtig gut irgendwie hier zum für den Schwertkampf hier benutzen können. Ich meine, der hatte immer voll viel Stärke. Perfekt. Da sind wir am Level, sehr gut. Ja, ich fand schon immer diese Prinzessin-Klasse. Gab es auch schon oft irgendwie so Charaktere, die magisch und physisch angreifen. Ich fand die schon immer gut. Kann ich dich 100%ig treffen? Nee. Dann lass mal. Temera. Wohl, Temera brauche ich glaube ich hier. Butcheron. Nee. Wohl. Triffst du ihn? Ne. So, ich muss ja auch ein paar Kills mit ihr holen, ne? Wegen Geld. Ganz vergessen. So, gib mir Geld. Sehr gut. Jawohl, mehr Glück.
kein Geld bekommen. Aber das ist ein gute, er hat sich jetzt noch mal erhöht gerade. Habe ich genau gesehen. Ach ja, hier habe ich mal die Feuerlanze gegeben, weil warum nicht? Das habe ich gut aufgehoben mit ihr. Mal hier rein, super mal zu treffen. Oh, sehr gut. Also ja, so eine Prinzessin in der Klasse finde ich eigentlich immer cool. Magie und Schwerter. Hier Ikes Schwester, die war auch irgendwie so eine Klasse. Die war zwar keine Prinzessin, aber die hatte so eine Klasse. Meistens sind die nie gut, weil die meistens immer mehr Magie als physische Angriffe haben. Das ist halt gut zu wissen, so einen Charakter zu haben. Ich fand auch irgendwie Sanaki gut hier aus dem, zehnten Teil, also Radiant Dawn. War sie Kanzlerin oder Imperatorin? Ich glaube Kanzlerin war sie, ne? Und sie hat halt, weiß ich nicht, so eine super starke Feuermagierin. Alter, der hat ja nichts an aus Geschwindigkeit. 42. Ich könnte, guck, wie viel Verteidigung der hat, ey. Locken wir nicht mal an. Etwas Pech setzt der Fraktion auf uns ein. Da bringt nichts, aber kann ja gucken. Bis jetzt ist es noch chillig, ne? Bis jetzt ist es noch chillig. Aber ändert sich bestimmt gleich. Spätestens wenn der eine sich bewegt, ne? Ich weiß nicht, dass die mich gegen einen Level 20 gekappten Weisen kämpfen lassen. Da war übrigens ziemlich cool gerade, weil ich halt nicht so weit entfernt war, ne? Ich war halt nur so 3 Schritte entfernt und deswegen sah man das auch, ne? Ich stand so ein bisschen, so ein paar Schritte von ihm entfernt, ne? Normalerweise ist das ja so, wenn er irgendwie so aus 10 Feldern irgendwie so angreift, dann sieht man nur ihn und sieht man einfach nur, wie der Angriff so eintrifft, ne? Aber weil ich so nah an ihn heran stand, hat man mich noch so im Hintergrund gesehen. Da fand ich richtig cool. Den einfach, ja, wegen Supportpunkte. Oh, perfekt. War aber noch eine Heilung. Wenn ich bessere Stäbe benutzen würde, dann würden die natürlich mit einem Schlag hier hochgeheilt werden, aber die kosten zu viel und mehr Heilung bedeutet mehr Erfahrungspunkte. Wenn ich auch Holung kaufen will, dann würden die wahrscheinlich mit einem Schlag hier voll geheilt werden. Aber ich glaube, da wird auch mehr Erfahrungspunkte geben, ne? Die sind halt immer so teuer. So, da trifft mich einer. Was Elfendonner 34. Das überlebe ich doch, oder? Tue ich das? Ja, Elfendonner kann ich doppeln. Ah, nein, nicht du. Dann kann ich dich erledigen. Ich kann schwören, ich habe doch gerade gesehen, ich kann nicht erledigen. Oh, hier. Den kann ich natürlich machen. Hast du mich gerade gebrochen? Habe ich dich gerade mit dem Schwert angegriffen? So, einfach danach kann ich doppeln. Ich vergesse das jedes Mal. Das ist eine Crit-Chance. 8. Das ist ausweichen. 13. Hau rein. Alter, ach, weil er im Dings ist. Oh. Weil er im Wald ist. Ich kriege nicht getroffen dadurch. Ja, aber du kriegst ihn. Du machst ihn aber nicht kalt. Aber du hast 57 Crit-Chance. So. Also jetzt sowieso. Ach, natürlich. 90%, Kollege. Man kann sein ein bisschen übertreiben hier.
Du hättest das nicht ausweichen sollen. Ach, stimmt, sie hat ja jetzt auch hier, ne? Ja, bleiben wir hier. Oh. Also was ich jetzt annehme, was dieses Kapitel von mir will, ist, dass ich mich um die Festung kümmere und um Sigurd. Und dass ich unten links den Magier ignoriere, ne? Weil er eindeutig heftig ist, ne? Aber ich meine, guck mal hier, wie viele Dinger die hier haben. Ich muss die alle erledigen, ne? Ach. Aha. Haben wir diesen nervigen Nervtyp erledigt. So, er hat jetzt leider einen Freifahrtschuss auf jeden Charakter hier, aber solange er nicht krittet, sage ich alles okay. Ja, überlebt auch. Also, sollte eigentlich hier jeder überleben. Solange er nicht kettet, ist alles okay. Ach. Was tust du denn noch hier unten? Problem ist, wenn ich einen von denen anlocke, kommen die dann alle auf mich los. Ich gehe jetzt einfach. Oh, sie macht den platt. Ah, kann ich nicht machen. Ich meine, ich habe Purgativ, aber ich bin so gierig, okay. So. Beinahe mit einem Schlag. 52 HP. Mann, den Lucina zu geben war echt gut. Das trifft er wenigstens. Ja, mehr Figur, mehr HP. Dagegen muss ich Dings einsetzen, ne? Dagegen muss ich. Jetzt mal gespannt. Ich würde ja am liebsten jemanden dahin schicken, der auch kontern kann direkt. Weil für den Fall, dass die irgendwie sich direkt danach bewegen, kann ich wenigstens schon mal angreifen. So. Also ein Angriff. Irgendwas mit Dessert. Ein Angriff muss ich auf jeden Fall, ja. Abfangen. Und, ich meine, ich muss natürlich probieren, ob ich den erledigen kann, ne? Ah, Meteor auch noch. Oh. Warte, hat er irgendjemand Purgativ? Ein Fehler hat er auch noch, ey. Ist dann noch schlimmer, ey. Und ich muss ihn dann auch noch mit Schweigen treffen, ne? Und meinen maximierten Charakter ist halt wahrscheinlich so eine Sache, ne? So. Bei ihm kann ich erledigen, aber den muss ich nicht erledigen, oder? Was hat der mit der? Oh, das ist sogar der mit der. Die Frage ist jetzt natürlich, was passiert danach? Ne, kommen dann die anderen auf mich los? Ich muss definitiv ihn erledigen. Ich
kann ihn perfekt erledigen. Ich muss ihn tun. Wenn er mich ja einfriert, ne? Kann's nicht machen. So, wer trifft mich hier? Warte, was? Du? Nee. Wer trifft mich hier? Was ist diese Reichweite? Hm. Anscheinend bin ich in der Reichweite von irgendwas, aber ich sehe nicht, was. Irgendwie nicht. So. Oh nein. Okay, aber die anderen kommen nicht. Die mal markieren, ne? Ah, ja, ich kann mich nicht hier hinbewegen, leider. Komm mal auf mich zu, bitte. Nein, nein, zu weit. So, Silberbogen, du kannst ab tanken, ne? Ja. Du mit dem Wurfball, du kannst ab bestimmt auch tanken, ne? Aber null, aber nee, da kommt ja mehr, ne? Nee, lass mal. Aber dich kann ich einpacken. Und zwar. Hey, Idee. Ha. Ich soll bestimmt auf die los, ne? Nein, ich habe die doch leider vergessen. Da sind immer so viele Leute, die man da sieht, ne? Aua, aua. Na, du Idiot. Ist auf mich losgekommen. So, der ist weg. Der ist weg. Irgendjemand, der viel Magie aushalten kann. Seine Crit Chance 8, kein Ding. Ich pack meine Magier rein und die halten das schon aus. Warum könnte auch da reingehen? Sie hat eine Menge Resistenz, aber. Hey, mach mal so. Watch out. So. Ha, mehr Resistenz. So, jetzt pack ich dich rein. Für weniger Schaden. Und wo ist sie? Hier. In einer AP müssen wir natürlich hoch ein. Besser ist natürlich immer, wenn meine Charaktere jetzt Level 5 erreichen, ne? Damit ich sehe, was die für Fähigkeiten bekommen. So. Die können weg. Da gibt es sogar Bandlevel. Cool. So.
mal weiter. Ha, mein Elf nicht. Das war nicht so stark, aber ich bin schneller. Deswegen ist er stärker. Deswegen ist Geschicklichkeit der beste Wert im Spiel. Egal wie viel Schaden du machst, wenn du zweimal angreifen kannst, hast du mehr oder weniger deinen Schaden verdoppelt. Das ist das, was zählt. So, kannst du da reingehen und den erledigen? Da kannst du sowas von. Perfekt. Ich glaube, Diamant und Alfred sind schon alle Level 3, ne? Und dann müssen wir mit ihr mal aufholen. Und Ivy, Heilerin, die wird sowieso kein Problem haben aufzuholen. Okay, du machst ihn fertig anscheinend. Kann ich mit dir reingehen? Aber nee, du triffst mich ja, ne? Ja, mehr Erfahrungspunkte, ne? So, natürlich wollen wir einfach versuchen, die da unten zu erledigen, ne? Natürlich müssen wir versuchen. Hab ich nur nicht weh. Wir wahrscheinlich stärker sein als Sigurd. Der hat da zu erledigen sein. Ah, mein Gott. So. Die werden sich da sowas von beide bewegen, ne? Hm, 55 23, die werden definitiv irgendjemanden hier erledigen. Ich glaube, dass ich gegen die kämpfen kann. 53, das sind 33 Schaden. Ich kann mich gar nicht denen nähern. Hm, wenn ich Roy hätte, wäre nicht schlecht, ne? Weil er, okay, was ist eine Crit Chance? 17, cool. Solange ich jemand schneller da reinpacken, ne? Solange ich jemand schnelleren da reinpacke. Versuchen wir es. Problem ist, dann ist er irgendwo hier und dann ist er in Reichweite. Ne, warte mal, er ist hier. Muss ihn zweimal anlocken. Hm. Jetzt habe ich ihn aus der Reichweite von meinen Heilern gepackt. Ey. Ah, guck mal, wie er abläuft, ne? Ich kann natürlich auch ihn auf ihn Schweigen einsetzen, ne? Dann kann er im nächsten Zug nicht angreifen. Dann habe ich, hab ich mich darum sozusagen gekümmert. Ich muss natürlich auch treffen, ne? Das ist die Sache. Wenn ich mit Dings nicht treffen werde, dann haben wir ein Problem. Da kommt da 36 Schaden. Ich bewegt er sich. So, jetzt muss ich hier aber auch. Ah, oh, ich treffe den nicht. Super. Einfrieren könnte ich auch noch machen, ne? Aber. Er macht 40 Schaden. Also wenn ich ihn. Wenn ich ihn wieder voll heile, dürfte dann eigentlich kein Problem sein. Ich müsste ihn mit Dings treffen, mit
Machen wir mal YOLO hier. Ja, ist egal, Hauptsache getroffen. Ah, ich wünschte, ich hätte jetzt meinen Tänzer dabei. So. Ich meine, er kann nicht kontern jetzt, ne? Aber ich kann ihn noch nicht doppeln oder irgendwie so weit. Cool. Weißt du, aber jetzt, wenn ich ihn ja krippen würde, ne? Aber selbst das wird den nicht erledigen. So, ich muss mal hier rein. Mal gucken. Er trifft ihn, das heißt, er kann ihn da festnageln. Problem ist. Also er ist festgenagelt, aber er kann immer noch meinen Hauptcharakter treffen. Da ist auch ein Problem. Oh, den seine Werte werden auch reduziert, genau. So, jetzt muss ich ihn erledigen, aber meine Heiler müssen. Ich kann auch niemanden dahin packen. So, natürlich doppelst du, ist klar. Für eine Geschwindigkeit hast du. Ich habe doch gerade einen Wert reduziert. Ist wegen dem Donnerschwert. Aber Gott sei Dank. Ich meine, wir müssen ja alles versuchen jetzt, ne? Oh, sehr gut. Nee, er hat noch so viel AP. Ach. Mit einem Schlag ist er weg, ey. Ich glaube nicht, dass er machbar ist. Ich habe echt damit gerechnet, dass wir den einen Typen festnageln können, aber ne. Er kommt mir leider nicht ran. So, ach, er kann mich ja kontern. Nein. Ja, so unglaublich kacke hier platziert, ne? Aber jetzt. Wir versuchen ihn zu verschweigen, aber. Ah, nein, aber zwei. Verdammt. Ah. So, ich muss mir das, ich muss das hier haben. Ich muss mich hier hochheilen, ne? Ich muss meine Dings hier haben. Meine Tänze. Und ich kann auch nicht meine Strategie einsetzen mit Zellkopf oder Yunaka, weil Magie hier Dings ignorieren. Ausweichbonusse vom Wäldern. Das heißt, ich kann leider nicht da reingehen und irgendjemand da reinschicken. Ich meine, es ist offensichtlich gedacht, dass ich da nicht reingehe, ne, und den erledige. Das ist ja offensichtlich, was das Spiel von mir verlangt, ne? Aber es muss ja irgendwie möglich sein trotzdem. Ja, wie stark der Gegner ist. Nur wie, ne? Ich weiß, die haben auch noch Geld, ne? Das ist das allergrößte, ja. So, ich kann mit Ike da reingehen, ne? Den einen Angriff tanken, dann damit kontern, ne? Und er trifft mich nicht. Doch, er trifft mich. Verdammt. Überall, wo ich mit dem einen hingehe, trifft der andere mich. Ich bin auch blöd, ne? Er kann auch nicht doppeln, ne? Hm, 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 hm.
Ja, wir müssen uns erstmal um die da oben kümmern. So wie, ne? Das ist auch ne. Die Situation sieht auch nicht hübscher aus. Ja, Faktur, toll. Stärkung, oh. Elfendonner. Guck, wie viel Schaden der macht. Ey. Ich dachte, das soll Level 5 sein, ey. Wie soll ich mich an die Situation daran nähern? Ich verstehe das nicht. Niemand hat so viel Resistenz. Außer Fram vielleicht. Ist da 24, ne, die hat auch nicht so viel. Ich muss ganz eindeutig auf ihn losgehen. Da kann ich kann aber nur von hier dahin gehen, ey. Boah, die Situation ist auch voll zum Kotzen. Okay, kümmern wir uns da oben erstmal um das. Ich verstehe nicht, was mich da trifft. Wird das hier irgendwie eingerechnet, so wenn der sich bewegen würde? Oder das geht nur bis da. Hier die leuchtenden Dinger. Das ist Meteor, ne? Also bis hier geht das. Deswegen verstehe ich nicht, warum mir hier eine Dings angezeigt wird, ne? So. Ich muss nach oben hin. Ich kann doch von da aus sein. Überlege ich. Ich weiß außerdem nicht, was passiert. Muss ich erstmal was machen oder so? Oder sobald ich die Brücke aktiviere, kommen wahrscheinlich die alle angerannt, ne? Dann muss ich mich um die auch noch kümmern, wahrscheinlich. Dann kommen die auf mich zugerannt, ne? Das ist kacke gerade. Ich hab echt damit gerechnet, dass wir hier mit Dings treffen. Vielleicht kann sie besser treffen, ne? Magie 18, Ram hat... Ist jetzt sogar mehr. Ich zittere nur so mitnehmen müssen. Ich glaube, ich die meiste. Okay. Ah, wenn ich ihn treffen würde, ne? Ja, natürlich sehr gut. Aber er bewegt sich nicht, ne? Nee. Tut mir einen Gefallen und trifft bitte. Okay. Das muss ich ihn ganz offensichtlich hier mit Dings wieder hochheilen, ne? Ja, hochheilen. So. Muss ich da oben gehen? Mir einen Tänzer Dingen holen. Dun, 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 dun. Oh, oh Gott, er hatte nicht so viel AP, sehe ich gerade. Oh, oh. Aber das ist okay. Ne? 43. Ja. Okay, ich muss hier ein bisschen aufpassen, glaube ich. Einige können das hier wortwörtlich nicht überleben.
Wohl eigentlich schon. Okay. Hast du gerade gemacht? Ah, er hat ihn beschützt hier mit. Aua. Mit verdammten Dings hier beschützt. Ja, wie auch immer die Fähigkeit nochmal hieß. Das ist diese Trefferchance. Entschuldigung, warum ist er nicht gebrochen? Er kann nicht kontern wegen Meteor. Ah. Stimmt. Ich komme aber nicht ran. So, ach, diese Trefferchance, ne? Macht mich fertig. Jawohl. Vielleicht mit ihr als letztes angreifen sollen. Oh, die Siegespose habe ich noch nie gesehen. Ich komme aber nicht ran, Mann. Aber sag ich nicht, jetzt hängt jetzt hier gleich vom Butcher ab, ey. Mir ja überhaupt nicht. Oh Gott, ich bin echt von Butcher und abhängen, ja. Was ist diese Trefferchance, ey? Oh Gott. Ich kann natürlich auch Dings einsetzen, ne? Ich muss ihn einmal treffen. Komm, einmal bitte schaffen. Danke. Nein. Okay. Also man da reingehen, so wie in Fire Emblem 4. So, wen kannst du denn alles angreifen? Gar keinen, weil du dich nicht bewegst. Sehr cool. So, müssen wir wieder runter, ne? Wir uns um die einen Typen. Ich will die erledigen. Versteht nicht. Ich muss es. Eine sehr dämliche Idee, aber ah, jetzt kommen sie alle, ne? Pass auf. Cool. Cool. War ja klar, dass ich da nicht einfach reingehen kann, ne? Ja, mit den Typen da unten, da wird wahrscheinlich nichts. Mir gefällt halt irgendwie gar nicht, dass da jetzt so viele Leute sind.
die jetzt auf mich zukommen wahrscheinlich. Da waren eine Menge Leute da oben. Aber genauso lief halt im Fire Emblem 4 damals ab. Ja, jetzt machen wir den hier. Den hier. Haben wir die schon mal. Weil solange Sigurd nicht auf uns losgeht, ne? Habe ich kein Problem mit all dem, was jetzt hier passiert. Meine Dachnadeln einzusetzen. Ah. Ist ja eigentlich los, ey. Man, der lässt mich hier nicht die Dings hier erledigen. Ja, tut mir leid, aber so geht das ja bei mir nicht. Wir machen den ja, wir machen die jetzt hier unten fertig, ne, wenn es das letzte ist, was ich tue. Wenn es mich umbringt, was es höchstwahrscheinlich tun wird. So. Erst einmal brauche ich hier. Guck mal, ob du halt besser erlebt. Sie hat noch mehr Magie, ne? Kann er nachgucken, ne? Ne. So, was ich auch machen kann, ist. Er wird mich aber doppeln. Ne, wird er nicht. Da voll kackiert. Ich brauche Zeugs. Ich brauche einfrieren vielleicht. Diesmal sollten vielleicht alle Leute hier in der Nähe sein. Vorhin konnte ich irgendwie nicht alle erreichen. Hm. Ich überlege gerade, ne? 55. 55. Das ist auch so random irgendwie. Man hier so ein Kapitel hat mit irgend so einem übermächtigen Gegner, das hat irgendwie eine Anspielung und irgendwas. Stimmt, ne? Aber wenn er aus 55, 64, ja, der macht mich fertig, ist klar. So, lass mich mal kurz rechnen. 55, ne, er ist tot. Obwohl. 49, ja, er ist tot. Ich kann niemanden da reinpacken, der hat überlebt. Also vielleicht ist Anna. Ja. Das sind. Sie wird dazu überleben. Sie hat einen langen Bogen ausgerüstet, ne? Ich kann auch Protection einsetzen. Was mache ich eigentlich? Nur Protection. Hm? Nee, wird nichts. Gleiche Trefferchance. Machen wir mal so.
für mich, sie werden ja nicht alle die erreichen können. Aber versuchen wir mal. Oh, Schaden. Sehr cool. Na, der müsste echt nicht sein, ey. Das muss ich alles mal nachschauen, ne? Ich muss größer hier. So, da wird aber von da getroffen. Jetzt gibt's wieder nicht. Also Frage, du wirst ihn erledigen, ne? Ja, cool. Muss ich Schaden machen, damit das überhaupt funktioniert? Ich weiß es nicht. Schon, bitte macht das eine. So, er kann sich nicht bewegen. Solange ich mich aus diesem Bereich jetzt hier fernhalte oder den Bereich überlebe, ist alles okay. Soweit die Theorie. Warte mal, habe ich nicht auch so eine Donnerfaust? Ja, habe ich. Aber ich kann ihn nicht einsetzen. Warum nicht? A-Rang. Ich habe nicht A-Rang. Verdammt. Was mache ich hier, Mann? Ein Schlag, ey. Ha, da betrifft er sowieso nicht. Einige Leute sind einfach zu weit entfernt. Ah, komm, schaut mal. So, oh, da macht gar nicht mal so wenig Schaden. Aber ist er da in Reichweite? So, ey, da macht so viel Schaden gerade. Ah. Oh mein Gott, und sie trifft auch nicht perfekt. Da bin ich sofort, ne? So viel Erfahrungspunkte auch noch, ey.
So, ach wegen. Aha. So, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt hier noch hätte, ne? Welche ich nicht machen kann, gerade weil. Ich muss halt einfach versuchen, ne? Cool. So. Ja, bringt jetzt auch nichts. Jetzt haben wir eigentlich nur einen Zug überlebt, ne? Okay, sehr gut. Ah. Nein, warum reichen da nicht? Aber ist okay. So, er macht ihn auffällig. Entschuldige, was? Mit dem Sicherheit hat überlebt. Mit dem Sicherheit hat überlebt. Jetzt nur schweigen mit sie einsetze statt dann treffen. Ach, da bringt es doch jetzt nicht. Boah. Warum muss denn hier jeder so stark sein, ey? Ich kann doch schon, ich hätte einen Angriff überlebt. Ich weiß, was ich hätte machen sollen. Hätte ihr eine einsetzen müssen, ne? Ja, ne, was mache ich hier eigentlich? Macht er mir echt so wenig Schaden dann? Uff, guck mal hier. Engrim, Engels. Nee, warte, ich muss erst links, ja. Nicht du, verdammt. Oh mein Gott. Ich will sowieso nicht mehr treffen. Doch, wird sogar. Cool. Ah, es wird sich jetzt schon wieder so mies an. Thank you.
Aber wir gehen jetzt hier rein mit Urban, ne? Ich muss den. Ah, fühlt sich jetzt schon wieder so billig an, aber mein Gott, guck ich diese Situation an, die eigentlich nicht hätte machbar sein sollen. Oh, göttlicher Puls. Sie hat eigentlich daneben gehauen. Okay, was mache ich eigentlich? Ich hätte eigentlich... Oh. Sagen wir jetzt mal eigentlich alles auf den einen Typen hier unleashen. Okay. Ja, diesmal müsste mein Hauptcharakter überleben. Oh, der macht noch mehr Schaden. Deswegen hat er mich wegen Magie-Harmonie. Macht noch mehr Schaden deswegen. So, jetzt kriegt er erstmal auf die Nase. So, er macht ihn locker fertig, ist klar. So, ich muss natürlich wieder ihn hier einsetzen. Diesmal macht er sogar ein bisschen Schaden. So, festnageln bitte. Danke. Ja, die Staatswerte runtersenken. Ah, sehr gut. So. Ja, rein da. Und Level abbekommen. Cool. Level 10. So, ich habe irgendwie nicht bedacht, dass ich den nur erledigen muss hier. Ich bin ja, oh, sie überlebt hat, ne? Gerade so. Ah, ich habe ja Mist gebaut. Aber ist okay, weil sie überlebt hat. So, ach, wenn du den Angriff aushalten willst, ne? So, du musst jetzt leider treffen ein paar Mal. Nein, nein. Hab da Dreck. Die falsche Reihenfolge genommen an Charakteren, glaube ich. Warte mal, was? Warum machst du ihn jetzt platt? Müssen jetzt alle treffen, glaube ich, ne? Ja, müssen die echt. Oh Gott. Ja, mein Geld.
So, du machst ihn ja nicht platt, ne? Da können wir noch mal gleich einen Zugladen festnageln. Ein bisschen vom Weiten angreifen. Da müssen wir einfach alles auf ihn niederprasseln lassen. Entschuldige, ist Ike immer noch 3 Züge aktiv? Ja, cool. So. Er macht natürlich wieder Autsch. So, aber kein Ding, weil festgenagelt. So, das müssen wir ihn einfach nur erledigen. Kein Ding, ne?